Ja, in fast 2 Wochen haben wir schon den ersten Advent und da ist natürlich die Zeit, wo die meisten Menschen loslaufen, um sich den schönsten, den allerschönsten, den geradesten, den grünsten oder den blauesten Weihnachtsbaum zu besorgen. Und da kommen sie unter anderem auch auf Gut Pesterwitz in den Hofladen. Und Lars Volde, wir stehen hier in Ihrer Weihnachtsbaumplantage. Hier wachsen die, also ökologischer kann es ja nicht sein. Vor Ort quasi, ohne lange Transportwege und fast ohne lange Vorlaufzeit beim Schneiden. Freuen Sie sich schon auf die Saison der Weihnachtsbäume in diesem Jahr? Ja, wir haben gerade die Apfelsaison abgeschlossen. Wir sind fertig mit der Ernte, haben kurz durchgeatmet, aufgeräumt. Und jetzt geht es darum, die Weihnachtsbäume zu etikettieren und nochmal auszuwählen. Und natürlich bereiten wir jetzt die Saison vor, damit das dann mit dem Schneiden und mit dem Verkauf zügig vonstatten geht. Also, ich habe es richtig verstanden. Alle Bäume, die Sie bei Ihnen im Hofladen verkaufen, sind auch hier in Pesterwitz und der Umgebung gewachsen? Genau, wir haben schon vor 25 Jahren angefangen mit Weihnachtsbäumen und das dauert ja so 7 Jahre, stehen die ungefähr bei uns. Wir pflanzen die zweijährig, dreijährig. Also sind die Bäume, die wir hier so sehen, sind schon 8 Jahre alt mindestens. Und jetzt wird es höchste Eisenbahn, die zu vermarkten. Und ja, wir haben damit angefangen und haben jedes Jahr gemerkt, wenn die dann reif waren, es war zu wenig. Mittlerweile haben wir über 10 Hektar Weihnachtsbäume im Anbau, sodass wir jedes Jahr ungefähr so 1 Hektar vermarkten können. 10 Hektar, 1 Hektar vermarkten, das ist für mich jetzt natürlich als Stückzahl nicht nachzuvollziehen. Wie viele Bäumchen sind denn das so im Jahr? Also das sind so, auf dem Hektar stehen ungefähr so 5000 Bäume. Wir haben sicher Arbeitsgassen angelegt, das haben wir früher nicht gemacht. Das lässt sich jetzt besser bewirtschaften dadurch. Es wird auch nicht jeder ein Weihnachtsbaum. Manch einer, der schief ist oder wo die Mitte abgebrochen ist oder von den Rehen angefressen ist, der wird eben dann ins Reisig geschnitten, wird da auch viel gebraucht. Also wir versuchen schon alles zu verwerten. Also nochmal, der Kollege hier, ungefähr 8 Jahre alt und der ist in diesem Jahr fällig unter anderem. Ja, eigentlich wollen wir diese Plantage straff durchernten und dann nächstes Jahr wird sie nochmal nachträglich geerntet. Die Bäume, die stehen geblieben sind, werden noch mal ein bisschen korrigiert, wenn da Fehler sind. Aber wie gesagt, es wird nicht alles ein Weihnachtsbaum. Aber die Pesterwitzer Weihnachtsbäume gibt es auch nur bei Ihnen im Hofladen? Ja, also Händler beliefern wir nicht. Aber neu wird dieses Jahr sein, dass wir auch hier draußen zum Selberschlagen machen. Wir wollten das eigentlich immer nicht, aber die Leute fragen danach. Wir fangen das dies schon an und werden unsere ersten Erfahrungen davon sammeln. Und wann die Termine sind, steht bei uns auf der Homepage. So, Herr Volde, jetzt stehen wir hier mitten im Wald, kann man denken. Ich hatte ja angedeutet schon, ich wollte mal wissen, wie kann man denn so einen Weihnachtsbaum am längsten in der Wohnung frisch halten? Ja, also wichtig ist erstmal, dass er nicht schon vor Wochen geschnitten wurde in dem Betrieb, sondern immer wieder frisch reinkommt. Und wenn er dann verkauft wurde, sollte er möglichst in dem Netz bleiben. Dadurch sind die Nadeln schön zusammen, kann weniger verdunsten. Nicht in das Haus legen, in den Wind, da vertrocknet die Schnittstelle sehr schnell, sondern möglichst hinstellen in den schattigen Fleck, möglichst auf einen nassen Scheuerhader, sodass also der Anschnitt unten feucht bleibt. Und dann 2-3 Tage vorher, bevor man den reinholt, die Schnittstelle nochmal neu machen, 2-3 mm absägen und dann kann man den ins Wasser setzen. Manche Leute setzen den schon 3 Wochen vorher ins Wasser, da verfault unten diese Schnittstelle und da kann kein Wasser mehr ziehen. In der Wohnung haben sich dann bewährt solche Ständer, die einen Flüssigkeitsbehälter haben. Also die alten DDR-Schraubständer haben eigentlich ausgedient und dort in den ersten Tagen schafft der Baum das auch noch allerhand Wasser aufzunehmen. Aber wenn dann die Wohnung recht warm ist, schafft er das nicht mehr. Das ist dann der Lauf der Dinge. So, jetzt haben wir natürlich auch für viele Dinge des normalen täglichen Lebens, wissen wir mittlerweile, es geht nach oben mit den Preisen. Jetzt denken natürlich vielleicht manche Leute, vielleicht können wir uns den Weihnachtsbaum gar nicht mehr leisten. Wo liegen wir denn in den Preisen in diesem Jahr? Also bei uns wird nichts teurer. Wer bei uns die Weihnachtsbäume in den anderen Jahren gekauft hat, dann weiß er das. Und ja, wir haben die noch zu den alten Kosten produziert eigentlich. Und wir haben jetzt eigentlich auch, also es wird nicht passieren, dass dieses Jahr die Preise bei den Weihnachtsbäumen nach oben gehen. Auch bei den Äpfeln sind wir so geblieben. Wie lange man das durchhält in der Zukunft, wird niemand sagen können. Bei Ihnen kann man ja noch als kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum dann eine Flasche Pesterwitzer reinlegen. Wie war denn das Weinjahr? Ja, das kann man machen, klar. Also wir sind dort auch sehr zufrieden. Wenn man überlegt, wie trocken doch die Vegetation war, auch für die Weihnachtsbäume, war das ein unheimlicher Stress im Sommer, kein Wasser zu haben. Und auch beim Wein waren wir dann froh, dass Ende August dann Wasser kam. Und wir haben die Lese sehr zeitig abgeschlossen, das war ungewöhnlich. Aber ich bin fest überzeugt, dass es ein schöner Weinjahrgang wird, vielleicht kein Spitzenwein-Jahrgang, aber unter den ganzen Umständen haben wir versucht, das Beste draus zu machen und die anderen Winzer natürlich auch. Also sagen wir noch mal ganz kurz, wann wird es die ersten Weihnachtsbäume im Hofladen geben und wie lange kann man kaufen? Ja, also wir
bieten die ersten Weihnachtsbäume gleich am Montag nach dem Totensonntag an. Das ist also die Woche vor dem ersten Advent und dann bis Weihnachten. Außer sonntags ist das am Hofladen erhältlich. Und wie gesagt, dieses Jahr auch neu zum Selberschneiden. Das wird zwei Wochenenden sein, der dritte, vierte Advent. Diese Wochenenden werden das sein, steht alles auf der Homepage. Dann vielen Dank für die Informationen. Also auf jeden Fall ist es eine tolle Sache, dass der Baum nicht hunderte Kilometer durch die Gegend gekarrt wird, vielleicht auch schon im Ende Oktober, Anfang September geschnitten wird, das gibt es ja auch. Und er kommt frisch zu Ihnen in den Hofladen und wird er verkauft. Genau so ist es. Zum guten Preis. Vielen Dank, Herr Folte. Danke.